Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einem neuen Let's Play, denn wir fangen an mit Final Fantasy X-2 HD. Endlich, nach langer Vorbereitungszeit, die aber auch dringend notwendig war. Auch wenn ich teilweise etwas faul war, aber man muss irgendwie nachvollziehen können, dass ich nach... Oh mein Gott, wie lange hat die Vorbereitung gedauert? Ich glaube, der Spielstand ist 260 Stunden alt. Ja, das Let's Play wird nicht unbedingt kürzer. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die man schneller macht jetzt. Zum Beispiel das Aufschreiben nebenbei mache ich ja diesmal jetzt nicht, sondern ich muss bloß nachlesen, was ich mir da aufgeschrieben habe. Viele Notizen. Also ich glaube, ich habe über 100 Seiten Notizen, denn wir spielen das nicht nur einmal durch, sondern dreimal. Zeigen werde ich davon zweimal. Das eine Mal ist nämlich Let's Play-technisch etwas doof zu zeigen, langweilig und sinnlos. Deswegen lasse ich das weg und mache das einfach offscreen schnell. Schnell. Ja. Denn man hat sehr, sehr viel zu tun in diesem Spiel. Sehr, sehr viele Minispiele, sehr, sehr viele Sachen, die einfach mal eigentlich keinen Spaß machen, muss man sagen. Ist leider so. Aber sie gehören dazu. Deswegen werden sie gemacht. Und ansonsten muss ich jetzt eigentlich bloß noch sagen, dass wir niemals aus dem Kampf fliehen werden. So zumindest der Plan. Theoretisch davon aus dem Kampf fliehen, abgesehen vom letzten Mal durchspielen, dann sollte man es möglichst unterlassen. Aber ich werde generell aus keinem Kampf fliehen. Das hat zweierlei Gründe. Der erste Grund ist natürlich, beim ersten Mal durchspielen braucht man sowieso die XP. Ab dem zweiten Mal durchspielen ist man sowieso so OP, dass die Kämpfe schneller gehen, als dass man daraus flieht. Von daher ist es auch rum wie nur, wie man es macht. Eigentlich ist es nur beim ersten Mal gegen Ende sehr, sehr anstrengend, denn da gibt es eine Stelle, da ist eigentlich fliehen deutlich einfacher. Aber nein, werdet ihr schon sehen und ich werde es auch da nochmal sagen und ich werde auch da nochmal fluchen, denn ich habe es beim Ausarbeiten auch schon gehasst. Nun ja, trotzdem ist es so eine mir auferlegte Regel. Ich wollte es eigentlich nicht machen. Das hat jetzt einfach angefangen wegzugehen. Okay, dankeschön. Und so denke ich mal, können wir jetzt eigentlich anfangen. Glaube ich. Ich denke, ich habe alles gesagt. Es ist sehr, sehr, sehr komplex, das Spiel. Das kann man nochmal erwähnen. Sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr lang. Dementsprechend wird das LP auch sehr lang sein. Es wird auch ein paar Stellen geben, wo ich einfach mal beschleunigen werde. Oder was cutten werde, gegebenenfalls, wenn ich selber merke, dass es langweilig ist, dann werde ich wahrscheinlich auch cutten müssen, aber das wird dann nichts Wichtiges sein und es wird auch danach erklärt oder davor oder während ich cutte. Was nicht möglich ist, ihr wisst, was ich meine. Ich werde es irgendwie dann unterbringen. Aber ich werde wahrscheinlich nicht cutten vermeiden, sondern eher beschleunigen. So, 150%, 200%, irgendwie sowas. Na. Gut. Dann fangen wir an. Ich habe extra ein neues Profil gemacht, sodass wir quasi auch alle Trophäen nachvollziehen können. Naja, los geht's. Thank you.
Was für ein fabulöses Opening. Immer wieder. Ja, so fängt Final Fantasy X-2 an. So hat es auch früher schon angefangen und so wird es auch immer anfangen, glaube ich. Ich habe dieses Opening, glaube ich, jetzt schon 10-mal gesehen oder so, aber naja. Ich finde es immer noch witzig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es eigentlich gar nicht Yuna zu sein scheint. Denn wir stehen ihr gegenüber, das kann nicht ganz stimmen, ne? So. Hey, give it back already. Boys. Boys. Want in on this number? Then show me your moves. Think you can keep up? Und wie man jetzt auch schon gehört hat, das ist nicht Yuna, denn so eine veränderte Stimme kann Yuna nicht haben. Innerhalb von wenigen Jahren, muss man ja sagen. So, das ist jetzt ein bisschen unglücklich, dass die Instant Hochspannung macht. Normalerweise kann man Glück haben, aber ne. Also, dieser Kampf ist eigentlich relativ simpel. Es ist halt der Opening-Kampf sozusagen. Was ich dann mache, ist erstmal alles beklauen, was geht. Nebenbei schon die ersten paar Sachen umhauen, wenn es geht. Dann bekommt er auch gut schon auf den Sack. Und ja. Also man muss halt möglichst viel klauen am Anfang. Man braucht bis zum Kapitel 2, das Spiel ist in Kapitel aufgeteilt, relativ viel Geld. Da sollte man sich doch schon was zurückgelegt haben. So, und jetzt haben wir schon gesehen, es gibt ja so ein Kombo-System. Je höher die Kombo, desto größer der Schaden. Deswegen sollte man möglichst das so teilen, dass man quasi zuerst mit Riku angreift, dann mit Pain. So kann man quasi den Schaden-Output erhöhen. Denn Pain macht normalerweise so 15, 16 Schaden und in der Dreier-Kombo sozusagen macht sie dann halt schon mal 24. Beziehungsweise 22. Und so habt ihr jetzt gesehen, haut man ganz schnell die Gegner weg. 82 AP hat jetzt der Fragezeichen-Gegner sozusagen. Das ist ja nicht Yuna. Und die Sklaven haben eigentlich unter 15, werden aber halt hochgeheilt, sodass sie dann irgendwas in die 40 haben. Ich weiß es gar nicht. Ist auch uninteressant, denn so schlimm sind die nicht. So, jetzt haben wir hier gleich das erste, was man schon missebilden kann. Quasi verpassen kann und damit Prozente verschenkt. Denn hier geht es arg um Prozente. Man muss ja einfach nur Story-Prozente sammeln. Ja, das ist ein Pflichtkampf. Da muss man mitmachen. So, mit Riku gar nicht erst anfangen, irgendwie anzugreifen. Die one-hitted die sowieso nicht, die Gegner. Deswegen immer nur klauen. Gegen diese grünen Viecher. Billiggranaten sind eigentlich gar nicht mal so schlecht für den Anfang. Was man hat, das hat man. So, schnell weiterrennen. Vielleicht schaffe ich es ja sogar, genau, ohne den zweiten Kampf. Bringt einem nicht sehr viel. Aber hier muss man jetzt aufpassen, denn hier kann man jetzt auch so passen. Hier muss man nämlich nach links einmal abbiegen. Quasi nach da. In die Gegner reinrennen. Total praktisch. Man macht jetzt hier extra viele Megakämpfe. Weil Megakämpfe macht man hier. Genau, etc. So, Sklavinnen bekommt Riku allerdings tot. Soweit ich weiß. Genau. Auch ohne Crit eigentlich, aber man muss halt mal wieder übertreiben, ne? Ist ja logisch. Sklavin und Sklave. Ich finde auch schön, dass das alles Sklaven sind. Das ist eine sehr freie Welt, seit Sinn nicht mehr an der Macht ist sozusagen. Ja. Der Spawn ist etwas ungünstig, man muss hier aber leider lang. Dachte ich früher auch nicht unbedingt. Was ist denn dran? Riku. Was hier schon wieder rauskrittet, sag mal. Bin ich ja wirklich im neuen Profil, da habe ich jetzt hier einen alten Spielstand geladen. Oh, das war falsch. Machen wir es so rum. Ist aber auch egal, bei dem Spiel geht es um Zeit in den Kämpfen. Im Gegensatz zu anderen Spielen. Deswegen kann man auch mal so kleinere Fehler machen. Frisst man vielleicht ein bisschen mehr Schaden, aber ist egal. So, hier schon mal nach unten gedrückt halten und dieses Vieh hier anreden, bis diese komische Heilungsblase auftaucht. Ah, schade. Manchmal kann man sich dran vorbeischleichen. So, Pain, Sklave, Sklavin. Immer schön zersäbeln. Echt ein brutales Spiel, muss man sagen. Zack. Aber die ersten Kämpfe sind
wie gewöhnlich bei Final Fantasy alles sehr, sehr entspannt. Was einem natürlich jetzt auffällt, wenn man meinen LP vorher geschaut hat, von der 10, Riku ist nicht mehr so stark, wie sie mal war. Nein, keine gemaxten Stats mehr, schön wär's. Man kann es auch nicht übernehmen. Das ging früher schon nicht und das wird auch wahrscheinlich niemals gehen, denn es ist nicht Sinn der Sache. Da das Spielprinzip auch ganz anders ist, wie man bald sehen wird. Hey, you run too fast. Du bist nur zu langsam. Oh, sagt er sogar wirklich. Das wusste ich gerade gar nicht mehr. naja. Show's over! Youch. This way. So, jetzt haben wir hier die richtige Yuna. Und Yuna hat jetzt Knarren, was etwas arg ungewöhnlich ist, könnte man meinen. Denn sie war ja eigentlich mal ein Medium, was Bestias beschwört hat. Aber naja. So, auch hier wieder fröhlich klauen. Na, hau ruhig daneben, Pain. Ist doch okay. Naja. So, kann man ruhig mal Kraftbrecher auf Omi machen. Das ist eigentlich alles egal. Gucken, vielleicht time ich gut. Jo. Kugelhagel ist nicht so die beste Tech, aber. Verdammt, habe ich jetzt Omi beklaut? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich habe gerade aufgepasst. Ich mach's lieber nochmal. Ach, Sister habe ich nämlich nicht. Es sind keine besonderen Items, die man hier bekommt. Und dementsprechend nicht weiter erwähnenswert. Also, es war jetzt eine Silberbrille und ein Eisenreif, wenn ich aufgepasst habe. Jetzt nicht so, dass man die Sachen unbedingt braucht. Ganz im Gegenteil, die werde ich wahrscheinlich irgendwann verkaufen. Oder eben, weiß ich nicht, ja. Verkaufen oder einfach behalten. Ich habe dann, glaube ich, teilweise 30 Eisenreife oder so gehabt. Persistent, aren't you? My grid. You give us back Uni's garment grid right now! Didn't you girls ever learn to share? Give it back! Very well, it's yours. But it won't be yours for long, loves. Aha, so sieht die also wirklich aus. LeBlanc ist ihr Name. Das kann man euch mal verraten. Wir dürfen nämlich erstmal zur Diva wechseln. Was im ersten Kampf gar nicht mal so verkehrt ist. Beim ersten Mal durchspielen, denn da hat man eine wunderschöne Fähigkeit. Die auch fast nur erstmal gegen LeBlanc hilft, aber egal. Tada! So, Blindtanz, damit machen wir die erstmal unfähig zum Treffen. Na komm, Riku, fang mal an. Geht doch. So, und jetzt sollte man wieder darauf achten, dass man mit Riku erst angreift, wenn Pain fertig ist. So. Zack. Geklaut haben wir ja. Ah, es hat ihn natürlich mir genau Dinge dazwischen geschoben. Wenn ihr nämlich einen Cast dazwischen schiebt, zwischen die Angriffe, dann unterbricht sie quasi die Combo. Leider, leider. Aber auch sie hat nicht so viel AP. 130 an der Zahl, sind sehr schnell runtergekloppt, wenn man hinterher ist. Ein Silberreif gab es zu klauen, habe ich gar nicht oft drauf geachtet gerade. Aber wie gesagt, das sind Items, die möchte man eigentlich nur wegen dem Geld. Riku.
Und damit haben wir die Mission abgeschlossen. Wow. War voll anstrengend. Bekommen wir erstmal gut Gil. Immerhin, ne? My body just started dancing by itself. I didn't know what was going on. I was frightened. Then, while I was dancing, something happened. Ja. Möchte ich gar nicht so genau wissen, was bei der passiert ist, aber. So, ein bisschen machen wir noch. Also es wird jetzt mal wieder so eine Doppelfolge. Dann versuche ich mich immer so an die 20 Minuten ungefähr zu halten. Sofern das möglich ist. Teilweise ist das halt nur sehr schwer umsetzbar, wie ihr wisst. Also Jump'n'Runs wollte ich gerade sagen. JRPGs. So rum. Fängt auch mit J an. Und wir haben erstmal was in den Optionen eigentlich zu tun. Sobald ihr fertig ist mit Reden. You sure look like you were enjoying yourself. I was. It felt like some other person's excitement just took over. That can happen when you use the garment grid. The emotions of the person recorded in the sphere pass to the user. Isn't that dangerous? I can't really say. But it's your invention. I'm just a kid. Dance, Luna! I want to see! It'll cost you. One moment. She's... Huch. Kidding. What? No dance? Looks sick to me. Goings! Doing goody-duck! Und wie man sieht, gibt es wieder Elbet. I've completed my latest invention. Also die Sprache. Dummerweise hat sie daran halt so Tides gelernt und Luna muss sie jetzt halt neu lernen. Gut, bevor wir mit irgendwas anfangen, fangen wir erstmal an mit der Config. Denn hier wollen wir doch mal kurz was verändern. Umkleidesequenzen machen wir aus. Die werdet ihr trotzdem immer sehen. Und zwar beim ersten Mal. Wenn man zum Beispiel von Schütze auf Dieb wechselt, sieht man es. Und wenn man von Dieb dann wieder auf anderes wechselt, sieht man es einmal. Also man sieht alles quasi einmal, jeder Wechsel. Das sind ziemlich viele, deswegen wird man trotzdem ziemlich häufig Umkleidesequenzen sehen. So, dann haben wir den Haltemodus, der ist besser, langsam ist besser merken natürlich. Was habe ich noch so eingestellt? Langsam merken, der Rest ein. Gut. Dann. Also man sieht jetzt hier erstmal, ne? Das können wir mal kurz nachgucken. Was haben wir denn so? Nicht sehr viel. Deswegen lohnt sich aber auch Klauen am Anfang. Weißmagie haben wir natürlich noch nichts. Und wir können eigentlich mal fix was ausrüsten. Theoretisch. Hier können wir erstmal zum Schützen gehen. Denn Diva werden wir sehr lange nicht brauchen. Genau. Da haben wir jetzt immer schon mal die drei Items. Toll, ne? Richtig toll. Eigentlich lohnt sich da fast nur... Das hier. Und das hier. Und... Tja... Das lohnt uns eigentlich noch nirgendwo, aber egal. Gut. Erstmal zu Shinra. I know everything. Shinra's in our bed. He's a real whiz kid. Denn hier haben wir quasi was ganz Neues. Das, was in der HD-Version neu ist. Zumindest für uns, für die Japaner ja nicht. Den gab es dann nochmal in der International-Version, glaube ich, wo das mit dabei war. Da werden wir kurz mal was machen. Das wird nicht so lange dauern. Wir wollen hier bloß ein was schnell holen. Das andere, was man jetzt holen könnte schon, das lassen wir dann sein. Das ist quasi... Wir gucken uns das jetzt mal an. Dann machen wir es jetzt. Das ist quasi wie so ein Pokémon-Spiel, könnte man es beinahe nennen. Ich erkläre dir alles zur Monstererschaffung. Diese Geheimbahn habe ich errichtet, die Monster-Arena. Fange allerlei Monster ein, mache sie zu Mögen, pack Mitgliedern und trainiere sie fleißig. Monster sind Reinkarnationen von Menschen, die nicht ins Erbösum überwechseln konnten. Monster aufzuziehen und ihre Lebensgeschichte aufzudecken, ist das Ziel meiner Forschung. Um ein Monster einzufangen, wähle einfach. Das ist schon mal sehr eingängig. Kommen wir erstmal in die Monsterkapsel S. Okay. Ich erkläre dir das Einfangen vom Monster. Wähle einen Ort, an dem viele Monster sein könnten und setze meine neue Erfindung, die Monsterkapsel, ein. Mit diesen Kapseln reinigst du die Seelen der Monster und machst sie somit zahm. Von den Monsterkapseln gibt es vier Sorten.
Je nach Größe des Monsters Kapsel S, Kapsel M und Kapsel L. Und mit der Kapsel SP kannst du Humanoiden einfangen oder die Monsterart frei auswählen. Maximal kannst du 8 Kapseln haben, bis zum Besitz von 8 Kapseln erhältst du keine neuen mehr. Lass uns doch mal probehalber Brüderchen einfangen, der gerade durch Luca bummt. In Luca kommen Monster von überall zusammen, doch Vorsicht, mit der Kapsel SP fängst du oft nichts. Wenn man nicht weiß, was man tut zumindest. Mit der Kapsel SP kannst du die Art des Monsters wählen, das du fangen möchtest. Brüderchen ist Humanoid. Mit der 1 birgst du das eingefangene Monster. Bergen? Alles klar. Also, Bergen, Ausrufezeichen, alles klar. So rum. War jetzt ein bisschen falsch betont. Wähle einen Ort, an dem du eine Monsterkapsel eingesetzt hast. Zum Beispiel in Luca. Und dann können wir den quasi hinzufügen. Wir lassen ihn auch bei Brüderchen. Ich benenne hier keine Monster um. Dauert so schon lange genug, dieses Minispiel. Test der Monsterkapsel ist erfolgreich abgeschlossen. Manche Monster kommen nicht gut miteinander aus. Falls du mal ein bestimmtes nicht fangen kannst, lass eines der Monster frei, das du bereits gefangen hast. Soweit meine Erklärung zum Thema Einfangen. Ja, das mit dem Freilassen werden wir später noch haben. Aber so wie er es erklärt hat, ist es eigentlich nicht. Willst du eingefangene Monster trainieren? Wähle Monsterzucht. Gib Monstern Items und Accessoires, um sie aufzuziehen. Dab, dab, da. Items und Accessoires können benutzt werden, um Monster zu trainieren. Wählen Sie Monster trainieren aus dem Menü. Hier können Monster trainiert werden. Toll. Wählen Sie dazu das zu trainierende Monster. Und dann, was Sie fürs Training benutzen möchten. Wenn Sie zum Beispiel Items auswählen, wird der Inventar angezeigt. Natürlich gibt es ja erstmal alles 99 Mal, ist natürlich logisch. Im Monsterstatus zählen Sie, welche Werte sich durch das ausgewählte Item ändern und welche Abilities hinzukommen. Momentan ist Aether ausgewählt und zeigt an, dass durch 2 Aether die Ability Magikus erlernt wird. Versuchen wir mal, das Monster zu trainieren, wenn Sie Aether mit dem Cursor auswählen. Erscheint ein Fenster zur Bestätigung. Wenn Sie hier Ja wählen, lernt Nashorn Magikus. Achtung! Monster können maximal 4 Befehls-Abilities und 4 Auto-Abilities erlernen. Wenn das Maximum erreicht wurde und eine neue Ability erlernt werden soll, muss erst eine andere vergessen werden. Zum Vergessen lassen einer Ability wählen Sie Vergessen. Wer hätte es gedacht? Ein Cursor erscheint in der Liste des der jetzigen Abilities des Monsters. Wählen Sie eine Ability aus und das Monster wird diese Ability vergessen. Beachten Sie, dass nur tatsächlich erlernte Abilities vergessen werden können. Durch Ausrüstung etc. nutzbare Abilities sind ausgenommen. Ja, das wird doch sehr wichtig. Damit endet das Tutorium zur Änderung von Monster-Abilities. So, entwickelt sich ein Monster fort, wird seine Geschichte gelüftet. Wählst du Geschichte aus, siehst du die Geschichte des Monsters. Steigt der Level eines Monsters durch Kämpfe an, steigt auch der Level der Geschichte des Monsters. Ist eine Geschichte vollständig, kannst du das Monster freilassen. Lässt du ein Monster frei, wird sein Geheimnis im Epilog der Monstergeschichte gelüftet. Siehst du dir den Epilog an, wird er in der Monsterfibel eingetragen. Streng dich an, um alle Monster in Spira in deine Monsterfibel einzutragen. Willst du ein Monster umbenennen oder aus deinem Team entlassen, wähle Monstertaufe. Drücke R1, um auch den Möwenpack-Namen zu ändern. Entlässt du ein Monster aus dem Team, werden seine Erfahrungspunkte und Abilities nicht gespeichert. Willst du ein Monster trainieren, steigere in der Monster-Arena sein Level. In der Monster-Arena trittst du gegen Monster-Teams an, die ich erstellt habe. In der Monster-Arena erwarten dich viele Turniere und Kampfsimulationen. Gewinnst du ein Turnier, erhältst du Monsterkapseln. Streng dich an und steige zum Team in der Monster-Arena auf. Zum Schluss erkläre ich dir den Monsterkampf. Dieses Tutorium erklärt, wie gefangene Monster im Kampf eingesetzt werden können. Wählen Sie Gruppenmitglieder. Tutoriums in Final Fantasy sind immer zu schnell. Hier können Sie Monster zur kämpfenden Gruppe hinzugefügt werden. Da waren Sie zu viel, egal.
Wenn Sie den Gruppenmitgliederbildschirm öffnen, erscheint eine Liste mit Charakteren und Monstern. Wählen Sie ein Monster, das Sie dem Kampfteam hinzufügen möchten. Wenn ein Monster gewählt wurde, bewegen Sie den Cursor zu einem Gruppenmitglied auf der rechten Seite. Das ausgewählte Mitglied wird durch das zuvor gewählte Monster ausgetauscht. Der Austausch ist jetzt abgeschlossen. Beachten Sie, dass es Monster in drei Größen gibt, S, M und L. Die Anzahl der Monster, die am Kampf teilnehmen können, ist immer auf drei Monster der Größe S beschränkt. Monster der Größe M entsprechen zwei Monstern der Größe S. Monster der Größe L entsprechen drei Monstern der Größe S. Wenn also ein mittelgroßes Monster in der Gruppe ist, dann passt nur noch ein kleines Monsterdeck in die Gruppe. Wenn ein großes Monster in der Gruppe ist, muss es allein kämpfen, weil kein Platz mehr für weitere Monster ist. Übrigens, durch alle Entfernen werden alle Mitglieder aus der Gruppe entfernt. Allerdings muss mindestens ein Monster gewählt werden, damit Kämpfe stattfinden können. Tja, wer hätte es gedacht. Nach Auswahl der Gruppenmitglieder für den Kampf drücken Sie Kreis, um ins Menü zurückzukehren. Krass. Oh, das habe ich jetzt aus dem Weg geklickt. Wenn noch nicht mit Kostümen ausgerüstete Monster genommen werden und mit einem Kostüm ausgestattet werden, wie hier, dann ist die Ausstellung der Monstergruppe abgeschlossen. Wie normale Charaktere müssen Monster immer mit einer Kostümpalette und einem Kostüm ausgerüstet sein. Ein Monster kann bis zu zwei Accessoires ausrüsten. Monster-Abilities und Werte ändern sich entsprechend der ausgerüsteten Kostüme, aber sie können sich auch nicht umkleiden. Monster können die gleichen Items wie Charaktere ausrüsten, aber ein Item hat, wenn es ausgerüstet wird, andere Effekte auf Monster als auf die Charaktere. Die Effekte der Ausrüstung auf Monster werden in den Hilfetexten erklärt. Ja, meistens sind die sehr ähnlich zumindest. Damit endet das Tutorium zu Monstergruppen und Monsterausrüstung. So, es müsste noch der Kampf, glaube ich, kommen. Ah ja, genau. Ich erkläre dir jetzt, wie das Verhalten von Monstern. Wo kam dieses Wie her aus meinem Kopf? Naja. Freundliche Monster erscheinen in einem Lichtkreis. Die Monster handeln im Kampf eigenständig. Monster, die du eben erst gefangen hast, setzen ihre Befehle eher willkürlich ein. Fleißiges Lernen ist der Schlüssel zum Erfolg. Dennoch Monster merken sich, welcher Befehl gegen welche Gegner wirkt und lernen dazu. Naja, nicht wirklich. Sag ich euch gleich. Nicht wirklich. Als nächstes erkläre ich dir Anfeuern und Fliehen. Du kannst nicht aktiv steuern, wie sich das Monster verhält. Aber während das Monster kämpft, kannst du durch Anfeuern Einfluss auf sein Verhalten nehmen. Links oben siehst du die Sternanzeige. Das ist die Anfeuerungsleiste. Die Anfeuerungsleiste zeigt dir die Motivation des Monsters mit Sternsymbolen und seine Laune. Die Motivation des Monsters steckst du in den Durchdrücken von R3 und senkst du Durchdrücken von L3. Steigt die Motivation des Monsters, verursacht es mehr Schaden und agiert im Kampf angriffslustiger. Allerdings erhält es dann auch mehr Schaden und weicht Attacken schlechter aus, also Vorsicht. Sinkt die Motivation des Monsters, verursacht es weniger Schaden. Allerdings erhält es dann auch weniger Schaden, weicht Attacken leichter aus und heilt Kameraden. Sinkt die Motivation des Monsters auf 0, flieht es. Sieht es mal nicht so gut aus, solltest du dafür sorgen, dass es flieht. Zum Schluss erkläre ich dir noch Abilities und Stufenanstiege. Monster erhalten ebenso Erfahrungspunkte und steigen in der Stufe auf. Abilities sind davon aber losgelöst und können erlernt werden, wenn das Monster Attacken erleidet. Jedes Monster kann bestimmte Abilities lernen. Dafür muss es verwandte Attacken erleiden. Ein Monster, das beispielsweise Feuer erlernen kann, tut dies, indem es Feuer erleidet. So gibt es viele Abilities, die durch gegnerische Attacken erlernt werden können. Kämpft ein Monster also gegen viele verschiedene Gegner, erlernt es schneller verschiedene Abilities. So erlernt es nicht nur Befehls-Abilities, sondern auch Auto-Abilities. Einmal erlernte Abilities kann es aber auch wieder vergessen. Doch durch erlittene Attacken kann es vergessene Abilities wieder aufs Neue erlernen. Falls du mal eine allgemeine Frage hast, sprich mich einfach mit "Erklär's mir, Shinra, Kampflexikon" an. Ich habe das an vorher nicht gesagt, glaube ich. Soweit meine Erklärung zum Thema Monsterkampf. Mann, dieses Tutorial war jetzt länger als ich dachte. Aber naja. Soweit meine Erklärung zur Monstererschaffung. Danke fürs Touren. Kommen nämlich nochmal Monsterkapseln. Genau, dankeschön. Und wir werden jetzt auch fix, in Anführungszeichen,
schnell ein Monster fangen. Schön, dass wir nochmal rausfliegen. Fix ein Monster fangen. Damit dann schnell ein Turnier machen und dann bekommen wir nämlich schon was. Dazu fangen wir auf die Schnelle. In Gagazep. Was ist denn da? Mit einer L-Kapsel was? Machen dann die nächste Runde, ne, wie er es erklärt hat. Und finden dann da eine Borisspinne. Man kann auch ein anderes Monster nehmen, aber Borisspinne habe ich mir jetzt aufgeschrieben, weil es quasi am effektivsten mit ist, kann man so sagen. Es ist halt ein L-Monster, hat deswegen schon ein paar Resistenzen und so. Und das macht das Ganze etwas einfacher jetzt. Bam, badam, bam, 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 bam. Ich werde es ja auch das erste Mal durchspielen wirklich mit meinen Charakteren machen. Das zweite Mal durchspielen quasi komplett mit Monstern. Hat seine Gründe, werde ich schon verstehen. So, wir machen eine Turnierteilnahme natürlich. Standardturnier. Achso, halt, Moment, Moment. Ich muss ja erstmal das Team zusammenstellen. Moment. Gruppenmitglieder. Borisspinne. Zack. Mal schauen, was haben wir denn so? Kraftbrecher, Raum, Magie plus Präzisionsschlag. Dann machen wir doch lieber mal. Joa. Mach mal Raum. Also mach mal, genau. Mach mal die. Bringt relativ viel Geschick. Also die bringen halt auch immer Statuswerte. Darf man nicht vergessen. Und halt eine Fähigkeit im Normalfall. Da sehen wir jetzt schon, da mit Dieb Erstschlag viel Geschick. Zwar ein bisschen weniger Angriff, aber ist egal. Und weniger Leben. Ja, aber wir haben eh Vierter, dementsprechend ist das kein Problem. Und ja, das lohnt sich alles nicht. So, und dann können wir eigentlich schon anfangen, glaube ich. Dauert auch nicht lange durchs Turnier, das geht rucki zucki. Hat auch nur einen kleinen Sinn, wie ihr gleich sehen werdet. Turniere sind relativ straightforward, also man hat immer bloß eine Übersicht, was es alles so gibt. Oh, verdammt. Irgendwas ist noch falsch eingestellt, glaube ich. Naja. So. Das Wichtigste ist immer auf volle Kanne. Außer vielleicht, wenn der Gegner gerade an der Reihe ist, dann sollte man vielleicht etwas runterschalten. Aber nur vielleicht. Greif an! Na gut, die ersten Turniere fällt mir gerade wieder an, die sind ja relativ einfach. Ich wollte jetzt hier schon HP sparen, aber das ist ja Blödsinn. Wie man sieht, raubt er sehr oft. Leider. Denn eigentlich hat der Kollege einen Zweierangriff, also einen Combo-Angriff, der eigentlich effektiver wäre, aber nein. Brauchen wir nicht. Monsterkapseln können wir absolut ignorieren jetzt. Ich mache das jetzt bloß dieses eine Turnier, dann hat sich das schon. Muss mal schauen, wo man das ausstellt. Aber brauchen wir erst im zweiten Durchlauf. So, volle Kanne. Dabei ist der da im Hintergrund, glaube ich, relativ stark, wenn mich nicht alles täuscht. Greif an! Oh, eine S-Bombe. Nett. Oh. Sekundenkleber dann. Ja. Castet er natürlich auch instant. Ah ne, macht Vita. Okay, das ist okay. Jetzt macht er Sekundenkleber. Ist natürlich sehr nice. Ist ein Stoppeffekt mit Schaden. So, nochmal Sekundenkleber. Ist relativ langweilig, wie man sieht. Also L-Monster sind halt sehr langweilig, weil man einfach nur zugucken kann. Und gerade in den ersten Turnieren ist es nun mal, wie gesagt, sehr straightforward. Man wird nach jedem Kampf geheilt in den ersten Turnieren. Oh. Und dementsprechend einfach nur abwarten angesagt. Die haben auch relativ viel lebende Gegner. Also das sollte man, glaube ich, fast gar nicht schaffen mit seinen normalen Charakteren. So viel Schaden machen die gar nicht. Ich meine, die Borisspinne haut hier dreistellige Beträge raus und frisst auch teilweise dreistellige Beträge. Na los. Oh. Man kann halt, während die Schadensanzeige noch nicht angezeigt wurde, also solange keine Schadenszahl da ist, kann man immer noch den Schaden, den man erhält, minimieren, indem man einfach schnell runterdrückt, die Sterne. Aber ansonsten bleibe ich eigentlich meistens einfach auf 5 Sterne und lasse das Ding machen. Und irgendwann fallen die Gegner auch mal um. Langsam könnte ich aber mal überlegen,
Genau. Zurückzustellen wollte ich gerade sagen, damit er mal heilt. Ich sehe den zweiten Gegner, das macht mir ein bisschen Angst. Ist er schon tot? Ah, schon tot. Scheint so. Cool. Sehr schön. Das war der zweite Kampf. So muss er einen Kampf gewinnen, dann haben wir es auch schon hinter uns gebracht. Das Gute ist, man bekommt ja noch nebenbei ein paar Drops, die eigentlich total OP sind für das Spiel an der Stelle, aber... Nun ja, erzähl's dann. Eigentlich möchte ich bloß die Belohnung für das erste Turnier. Element-Trios ist nicht unbedingt das schönste Kampf für die Boris-Spinner. Ich meine, gut. Die meisten haben jetzt nicht so viel Leben. Oh. Aber ich glaube, das ist ein Gelbling. Hoffe ich mal, denn Goldling wäre gerade relativ krass. Vertauscht eben. Sind sich einfach zu ähnlich. Ah, das ist ein Gelbling, glaube ich. Das geht eigentlich noch. Gut, und damit haben wir das erste Turnier schon gewonnen. Dann erledigen wir noch ein paar Sachen schnell auf dem Flugschiff und dann war es das eigentlich schon mit dem ersten Part. So schnell es auch vorbei war, aber so ist es leider. So, und wir bekommen jetzt schon den ersten Kostümsheroin übersinnlicher. Ist auch neu, soweit ich weiß. Und den gab es früher auch nicht. Ist auch jetzt nicht so was Besonderes, aber was man hat, das hat man. Sage ich jetzt mal so. Gut. Ich lasse die jetzt nicht wieder frei. Das ist egal. Ich muss bloß dran denken, jetzt das Team wieder umzustellen. So. Gruppenmitglieder. Rico, Peluna. Und das war's schon. So, dann haben wir bei dem noch mit was zu tun, nämlich die Super-Sphero-Sammlung anschauen. Denn da haben wir schon den Anlass der Reise. Sollte man sich mal angeschaut haben, damit man überhaupt weiß, warum sind wir eigentlich hier, was machen wir hier, was wollen wir hier und überhaupt. Tja, anscheinend gibt es da wohl einen Kollegen, der Teil des sein könnte. Könnte ja natürlich Anlass der Reise sein, ne? Dass Juna dann gesagt hat, oh mein Gott, den will ich finden. So, ich weiß nicht, gab es noch was? Genau, das Kostümpaletten-ABC, überlege ich gerade. Erklär's mir, Shinra. Kostümpaletten-ABC. Sowas. Wir müssen uns nämlich noch ein Tutorial anschauen, leider. Juna und ihre Freundin können durch Kostümpaletten, die mit Kostümsheroiden besetzt sind, einen sogenannten Kostümwechsel vornehmen. Wählen Sie dazu zunächst die Kostümpalette. Hier sehen Sie alle Kostümpaletten, die sich in Ihrem Besitz befinden. Das stimmt noch nicht ganz, denn die Angriffsformation haben wir gar nicht. Nehmen wir als Beispiel die Palette Angriffsformation, auf dem sich noch kein Kostümsphäroid befindet. Wenn Sie die Angriffsformation wählen, sehen Sie eine Liste mit allen Kostümsphäroiden, die Sie besitzen. Haben Sie einen Kostümsphäroiden gewählt, springt der Cursor auf die Kostümpalette. Wählen Sie die Mulde, in die Sie den Kostümsphäroiden platzieren möchten, oder einsetzen möchten, oder können, oder wollen. Gehen Sie genauso vor, wenn Sie weitere Kostümsphäroiden einsetzen wollen. Juna und ihre Freundin bewegen sich beim Kostümwechsel jeweils zwischen zwei Kostümsphäroiden fort, die miteinander verbunden sind. Es gibt auch Kostümpaletten, die sogenannten Schalter besitzen, die zum Beispiel so aussehen. Symbol. Wird beim Kostümwechsel ein Symbol aktiviert, können verschiedene Effekte eintreten. Hier wird beim Kostümwechsel zwischen Diva und Krieger der Schalter gelb aktiviert und somit die Angriffskraft um 5 gesteigert.
Prüfen Sie also beim Kostümwechsel auch, welche Wirkung die einzelnen Schalter haben. Effekte, die beim Kostümwechsel durch Schalter aktiviert werden, verlieren ihre Wirkung nach jedem Kampf und müssen jedes Mal neu aktiviert werden. Schade. Nun zurück zum Thema Konfigurieren der Kostümpalette. Mit dem Befehl Wechseln können bereits eingesetzte Kostümsmaroiden ausgetauscht werden. Krass. Falls Ihre Kostümsmaroiden komplett neu einsetzen wollen, ich habe sie vergessen, wählen Sie alles ablegen. Mit optimal werden offene Mulden automatisch mit Kostümsmaroiden besetzt. Naja, selten aber optimal. Wählen Sie eine neue Kostümpalette, wenn Sie eine neue Kostümpalette erhalten, ist es praktisch, mit optimal die offenen Mulden automatisch zu besetzen. Naja. Nun sind alle Kostümsmaroiden eingesetzt. Als nächstes wollen wir Yuna mit der fertigen Kostümpalette ausrüsten. Gehen Sie im Menü zur Ausrüstung. Hier sehen Sie die Kostümpalette, die gerade ausgerüstet ist. Drücken Sie nun X, um alle verfügbaren Kostümpaletten aufzurufen. Wählen Sie die Angriffsformation, die Sie zuvor bestückt haben. Yuna wurde mit der Angriffsformation ausgerüstet. Nach der Kostümpalette müssen Sie einen neuen Kostümsmaroiden wählen. Der Cursor springt automatisch auf die Palette, drücken Sie nun X. Die Kostümpalette wird angezeigt, Yuna wird ab jetzt mit dem hier ausgewählten Kostüm kämpfen. Der Kostümsmaroid wurde eben festgelegt. Das wäre alles. Habe ich es weggeklickt. Aus Versehen. Naja, passiert. So, und damit haben wir jetzt auch Angriffsformation erhalten. Und den Rest lassen wir, das ist zu kompliziert. Übrigens gibt es sehr, 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 sehr viele Kostümpaletten. Also das ist noch überhaupt nichts. Das ist auch eine von den Sachen, die wir natürlich wieder komplett holen werden, da es ja wieder mein Perfect Game ist. Nun ja. Ich finde übrigens erste Schritte relativ schwach, wie man sieht. Hat keinen Effekt. Deswegen mache ich erstmal immer alle auf Angriffsformation. Und zwar mit, na gut, eigentlich ist egal. Kann man einfach ausfüllen. Und dann muss man noch alle damit ausrüsten. Erste Schritte zu Angriffsformation und Dieb. Und erste Schritte, Angriffsformation und Kriege. Also man könnte jetzt auch hier, ne? Da sieht man schon, Z-Abwehr geht ganz schön nach oben. Genauso wie Magie bei Übersinnlicher. Das ist ziemlich krass eigentlich. Eigentlich kann ich. Moment, ich überlege gerade. Eigentlich brauche ich die da nicht. Ich kann sie erstmal auf Übersinnlicher laufen lassen. Da wird es sich zumindest anbieten, das wegzumachen. Und. Ach, jetzt habe ich hier Brüder schon noch dabei. Ja. Ist übrigens ein sehr witziger Kollege. Also, falls ihr mal Final Fantasy 10.2 spielt, nehmt ihn ruhig mal mit ins Team rein. Machen wir das so hier. Und dann. So hier. So, und Yuna noch. Transformation. Und. Legrand kann eigentlich. Naja, mach mal Schütze weiter. Ist eigentlich. Am Anfang ist es eigentlich egal, was man da gibt. Kommen sowieso sehr bald sehr neue, viele Kostümsmaroide dazu. So, haben wir noch irgendwas zu tun? Das ist eigentlich schon dreiviertel Stunde lang der Part, aber ich möchte eigentlich ein bisschen was abschließen, schnell. Aber das könnten wir auch eigentlich in der nächsten Folge machen. Da das hier kurz speichern. Ne, Speichersmaroid ist genauso wie damals. Man kann damit zum Flugschiff zurückkehren und kann halt speichern. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir dann weitermachen. Wir haben jetzt nicht sehr viel geschafft. Natürlich erstmal den ganzen Tutorial-Mist. Aber naja, ihr seht schon, es ist ein sehr, sehr langes LP. Denn das war heute nur Tutorial. Tut mir leid, ist leider so. Dementsprechend macht's gut, bis zum nächsten Part. Bis dahin und tschüss. What would you do if you were me? Let me out! I want to see her!